Countdown zum Finale. Wie weit sind wir in der Endzeit? Ich denke, jeder weiß, was ein Countdown ist. Da wird gezählt, manchmal von 100, manchmal von 10 bis zu 0, 0, und dann startet die Rakete. Ja, das kennen wir ja aus der Raumfahrttechnik, Cape Canaveral. Und ja, ich habe dieses Thema gewählt, wenn es so aufs Ende zugeht. Und wir leben ja, das denke ich, alle, die heute bei der Endzeitkonferenz sind, der Meinung, in der Endzeit. Aber was ist eigentlich Endzeit und wann hat sie begonnen? Nun, es ist die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, seine Gemeinde zu sich nimmt, sein Reich aufrichtet. Und ja, wann hat die Endzeit begonnen? Was meint ihr? Das ist jetzt eine spannende Frage. Bitte? Vor 2000 Jahren. Ihr seid gut oder habt ihr meinen Vortrag schon mal gehört? Also, viele hätten jetzt gesagt 1948, ja. Aber das ist auch richtig. Staatsgründung Israels, das ist ein ganz deutliches Zeichen für die letzte Stufe der Endzeit. Manche sprechen da auch von der Letztzeit, letzte Stufe der Endzeit, wie man es auch sagen will. Aber wir sehen, dass die Zeit immer näher gekommen ist. Und auch wenn ich nicht an die Vorentrückung glaube, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir jederzeit entrückt werden können, weil wir nie wissen, wie weit wir auch schon in den Gerichten drin sind. Es mehrt sich ja vieles und antichristliche Mächte hat es schon immer gegeben, sodass wir immer wachsam sein müssen. Und vielleicht lebt auch der Antichrist schon, ich spekuliere nicht, aber wir wissen, wir können es auch nicht ausschließen, sind wir ganz vorsichtig. Also immer bereit sein, dem Herrn zu begegnen und immer wachsam sein, dass wir nicht verführt werden, denn es werden viele falsche Propheten kommen und viele verführen. Was ich heute mit uns betrachten möchte, das ist ein sehr gewagtes Unternehmen, in einer 1 bis 1,5 Stunden, nämlich ein Gang durch die Kirchengeschichte, dieser Countdown, wie er immer weiterläuft, bis immer näher geht zum Ende. Und ja, man spricht vielleicht besser von der Geschichte der Gemeinde Jesu. Die offizielle Kirchengeschichte ist ja nicht unbedingt das, was das Wesentliche ist, sondern die eigentliche Gemeinde Jesu war ja immer eher so die verfolgte Gemeinde, die nicht so in den großen Geschichtsbüchern vorkommt. Wenn ich nur so denke an die Brüder oder an die Waldenser oder die vorreformatorischen Bewegungen, dann auch die Täufer während der Reformation und die Mennoniten und so weiter. Ich will jetzt keine Kirche besonders hervorheben, aber es sind oft so, die es ganz ernst gemeint haben, die dann auch wieder verfolgt wurden, zum Teil auch von anderen Christen, unbegreiflich, aber so ist leider geschehen. Oder von solchen, die sich Christen nennen, wurden die verfolgt, die dann einfach die Bibel ganz ernst nehmen wollten. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Im ersten Jahrhundert haben wir das Kommen des Messias und die Entstehung der Urgemeinde. Der Herr Jesus ist erschienen und hat Wunder gewirkt, hat gepredigt, wurde gekreuzigt um das Jahr 30 nach Christus und ist siegreich von den Toten auferstanden. Und an Pfingsten, stehen wir jetzt auch wieder kurz davor, da ist ja die Gemeinde entstanden. Das ist praktisch der Anfang, ja, der Endzeit, wo der Herr Jesus erschienen ist, wo die Gemeinde entstanden ist. Und circa 90 nach Christus hat der Apostel Johannes auf der wunderschönen, aber sehr trockenen Insel Patmos, ich durfte da auch schon mal sein, die Offenbarung empfangen und aufgeschrieben, die der Herr ihm geschenkt hat, über alles, was geschehen wird, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Alles, was wir wissen möchten und müssen über unser Leben, ewiges Leben und das, die Ewigkeit, das steht alles in der Bibel und dann vollends in der Offenbarung. Da gibt es die 7-Sendschreiben. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber es ist auch sehr aktuell. Ich bin überzeugt, dass alle Sendschreiben für alle Zeit aktuell sind. Wir haben heute die verfolgte Gemeinde, wir haben die laue Gemeinde, wir haben auch immer noch die missionarische Gemeinde, wir haben die Gemeinde, wo die Liebe erkaltet ist. Und in unseren eigenen Herzen müssen wir immer prüfen, wo stehe ich? Bin ich lau? Bin ich brennend für den Herrn? Werde ich verfolgt? Oder bin ich geistlich tot? Also alle diese Gemeindemodelle finden wir ja bei den Sendschreiben vor. Und über diese Gemeinden kam übrigens tatsächlich das vorausgesagte Gericht im heutigen türkischen Gebiet. Das war ja früher Kleinasien, da gibt es ja nur noch kleine Reste von christlichen Gemeinden. Der Islam hat hier gewütet durch die Schwertdrohung und Verführung, viele vom rettenden Glauben abgebracht. Schrecklich, wie sich das entwickelt hat, aber es war auch ein Gericht, weil sie so viel Vermischung hineingelassen haben, ja. Da war ja auch die Warnung in den Sendschreiben. Nun gehen wir weiter ins 2. bis 4. Jahrhundert. Da kam es zur Entstehung der Staatskirche.
und zur Vermischung mit der Welt. Das heißt also tatsächlich eingetroffen, was im Neuen Testament vorausgesagt ist, dass viele die Welt lieb gewinnen, dass da Babel sich herausbildet, dass die Isabel in die Gemeinden eindringt und die Nikolaiten ihr Unwesen treiben, also dieser Vermischungsgeist mit weltlichen Elementen. Und wir haben ja bis heute, gerade auch in unserem Land, so etwas wie eine Volkskirche. Ich will das jetzt nicht pauschal kritisch beurteilen, da gibt es sicher auch viele echte Christen darunter, auch gläubige Pfarrer. Es ist immer so ein Paradox, wenn man sagt, da ist noch ein gläubiger Pfarrer. Ja. Also, aber es ist, ich habe selber Theologie studiert, ich weiß, wie schwer das ist, da im Glauben festzubleiben, wenn diese pseudowissenschaftliche Bibelkritik den jungen Studenten so von hochgebildeten Professoren nahegebracht wird. Sie sollen doch ihren Kinderglauben ablegen und wie das dann heißt. Aber das ist natürlich das Gift der Schlange, was da transportiert wird durch sich wissenschaftlich ausgebende Weise. Aber wenn man es wirklich hinterfragt, dann fällt es wie ein Kartenhaus zusammen, hat zum Beispiel Professor Etta Linnemann getan, die ja schon beim Herrn ist. Sie hat als ehemalige Bultmann-Schülerin die Bibelkritik hervorragend widerlegt. Ich kann ihre Bücher nach wie vor immer noch empfehlen. Das nur nebenbei. Also jedenfalls hat sich die Volkskirche, Staatskirche herausgebildet, die wir bis heute haben, in Gestalt der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen Landeskirchen. Und das Problem dort ist, wenn man ganz offen sagt, dass die große Masse der Menschen einfach als Säugling hinein, soll man sagen, getauft wird. Das ist eigentlich, ich sage es mal ganz offen, biblisch keine Taufe, sondern bestenfalls eine Segnung. Taufe ist ja, wenn man das Neue Testament mal ganz unvoreingenommen liest, so dass immer erst das Wort Gottes verkündigt wird, dass Menschen Buße tun über ihre Sünden, also umkehren zum Herrn Jesus Christus, ihm ihr Leben schenken, neugeboren werden durch den Geist Gottes und dann lassen sie sich taufen als Zeichen Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn ihr die Bibel lest, Neue Testament, werdet ihr das durchgehend so finden. Und bei den sogenannten Haustaufen, da wird auch zuerst das Wort verkündigt und es heißt, dass sie Buße darüber taten. Also man kann das nicht einfach hineininterpretieren. Aber das Problem ist, dass halt in den Volkskirchen jeder schon als Säugling praktisch hineingetauft wird, in Anführungsstrichen. Und dadurch gibt es so viele ungläubige, unerrettete Menschen in den Kirchen, die dann als Säugling da vielleicht mal im Taufbecken waren, aber danach fast nie mehr gesehen wurden, vielleicht noch an Weihnachten oder bei Hochzeiten, aber ansonsten mit dem Glauben nichts am Hut haben. Und so ist es auch, was wir heute erleben, dass die Urgemeinde sehr schnell vermischt wurde, vor allem als dann die Staatskirche entstanden ist unter Konstantin mit heidnischen Elementen. Zum Beispiel habt ihr euch schon mal gefragt, was die katholischen Heiligen eigentlich sind, diese Menschen, die da, ja, zu denen man auch ruft im Gebet, wenn man so nennen soll. Das sind eigentlich die Nachfolger der früheren heidnischen Gottheiten. Da gibt es zwei Schutzheilige gegen Feuer. Heute ist auch hier irgendwo ein Brand gewesen, es sind Feuerwehrautos durchgefahren. Da gibt es den St. Florian, da gibt es ja im Volksmund dieses Gebet, verschon mein Haus, zünd's andere an. Aber das ist natürlich nicht sehr ernst gemeint, hoffentlich. Aber das sind solche Schutzheilige gegen Feuersbrunst oder ich habe mal gehört, gegen Blasenleiden. Wie heißt der Heilige? St. Blasius. Ja, es ist kein Witz, es ist wirklich so. Und aber die Bibel sagt, zu wem sollen wir beten? Wir sollen allein zu Gott beten. Im Namen Jesu. Und es gibt auch Gebete zum Herrn Jesus, aber nicht zu irgendwelchen Menschen. Aber im Rosenkranz und so weiter, da wird Maria angerufen. Wir ehren Maria wirklich sehr hoch als die Mutter unseres Herrn Jesus. Aber sie ist nicht die Mutter Gottes insgesamt. Also das ist ein Missverständnis, wenn man das so deuten würde, was auch die Katholiken nicht wollen. Die sagen halt die Mutter Jesu, okay, aber sagen doch Mutter Gottes, was sehr missverständlich ist. Und dann kriegt sie einen ganz großen Platz, wird immer größer schon dargestellt als das kleine Jesuskind. Und dann merkt er, wie viel Heidentum hier eingedrungen ist. Das ist ja diese Himmelskönigin aus Jesaja und Jeremia, die hier praktisch in die frühkatholische Kirche eingeführt wurde und verehrt wurde beim Konzil in Ephesus 431 nach Christus, wo man früher schon die Muttergottheit, die Diana der Epheser oder die Artemis verehrt hatte. Und da hat man jetzt die Maria als die, ja, sage ich mal, praktisch Göttin eingeführt. Und so ist hier vieles vermischt. Ich schätze sehr, ich habe viele katholische Freunde, die es sehr ernst meinen im Glauben, die auch zum Teil die Bibel lesen, aber die halt diese Vermischung haben mit heidnischen Elementen bis hin zu okkulten Praktiken. Und das ist sehr schade. Das ist dieser Isabel-Geist, diese Vermischung.
Und an sich müsste, wenn die katholische Kirche sie reformieren würde, sie alle diese Dinge auswägen und allein die Bibel, Gottes Wort, ernst nehmen, unverändert und unverfälscht. Kann sie aber leider nicht, weil sie Unfehlbarkeitsdogmen verkündet hat, die sie nicht aufgeben kann. Sehr tragisch. Ja, und in Landeskirchen sieht es eben auch nicht viel besser aus. Durch diese Hineintaufen von allem und jedem hat man heute solche Phänomene wie Homo-Ehe und alles Mögliche auch in den Kirchen, aber leider auch zunehmend in Freikirchen. Es ist ja zeitverschoben so, dass dieser Zeit- und Weltgeist dann auch zunehmend dann in freikirchliche Kreise, in Gemeinschaftskreise eindringt. Soll ich jetzt noch mehr heiße Eisen ansprechen? Man hat ja erstens sich gewehrt in den Landeskirchen, noch in den 60er Jahren gegen die Frauenordination. Der letzte, der dagegen gekämpft hat, war Bischof Dietz Wellbinger, kann mich noch gut erinnern. Und dann ist in Landeskirchen eingedrungen, jetzt ist es in den Freikirchen und Gemeinschaften. Und bald wird es wahrscheinlich auch noch in die russlanddeutschen Gemeinden als letzte Bastion eindringen. Also so ist dieser Geist, diese Entwicklung. Wir haben nichts gegen die lieben Frauen oder Schwestern, aber Gott sagt ganz klar in seinem Wort, dass die Hauptstellung des Mannes gemäß Epheser 5 so ist, dass eine Frau die Gemeinde nicht leiten soll und auch nicht lehren, wenn Brüder dabei sind. Das sagt die Bibel in 1. Korinther 11, Timotheusbriefe, in Epheser 5 und vielen weiteren Stellen. Also, wenn Fragen sind, dürft gerne nachher Fragen stellen. Wenn ihr das vielleicht zum ersten Mal hört und es vielleicht schockiert ist, dann möge ich es einfach tun. Ich wollte nur die Salamitaktik zeigen. Ja? Erst kommt also die Öffnung für die Frauenordination und am Schluss dann auch die Homo-Ehe und all diese Dinge. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann 7. Jahrhundert, der Islam, ich habe schon erwähnt, und die Ausbreitung des Antichristentums ist dann sehr einflussreich geworden. Der Islam lehrt ja, und der Koran, dass Allah, also was sie unter Gott verstehen, dass er keinen Sohn habe, kein dreieiniger Gott. Verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe. Aber in der Bibel steht genau das Gegenteil. Da steht, wer ist ein Lügner? Wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also antichristlich, wo der Sohn geleugnet wird. Heute hätte Dr. Martin Luther keinen Platz mehr in der lutherischen Kirche, bin ich überzeugt, also zumindest nicht in den Großkirchen. Der hat zum Beispiel nämlich geschrieben in seiner Schrift vom Krieg gegen die Türken 1529, ich zitiere, über den Islam und über Mohammed hat Luther Folgendes geschrieben. Da ist Christus kein Erlöser, Heiland, König, keine Vergebung der Sünden, keine Gnade noch Heiliger Geist. Und was soll ich viel sagen? In dem Artikel ist alles zerstört, dass Christus unter und geringer sein soll als Mohammed. Wer wollte nicht lieber tot sein, als unter solchem Regiment leben, da er seines Christus schweigen und solche Lästerung und Gräuel gegen ihn sehen und hören muss? Und reißt doch so gewaltig ein, wo er ein Land gewinnt, also der Islam, dass man sich auch williglich dreingibt. Darum bete, wer da beten kann, dass solcher Gräuel nicht unser Herr werde, und wir nicht mit solcher schrecklichen Rute des göttlichen Zorns gestraft werden. Zitat Ende. Aber wenn das heute ein Pfarrer von der Kanzel sagen würde, wird wahrscheinlich sofort aus seiner Kirchengemeinde von den Kirchenleitungen ausgeschlossen. Aber ich sage ja, Luther, ich bin in guter Gesellschaft, die haben weder Luther noch Lothar gewollt. Ja. Und aber ich will jetzt nicht polemisch werden. Ja. Aber Luther hätte heute keinen Platz mehr in evangelischen Kirchen, müssen wir uns ganz klar sein. Außer vielleicht bei den Hochlutheranern. Nun, also das ist Antichristentum, gegen Jesus Christus gerichtet. Und dann gibt es auch viel weitere antichristliche Strömungen, die kann man nicht mehr aufzählen. Da gehören sämtliche Sekten dazu. Jede Sekte, die in entscheidenden Heilstatsachen von der Bibel abweicht, ist im Grunde gegen Christus gerichtet. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, ich habe draußen einige Sektenbücher liegen, also Aufklärung über Sekten, da könnt ihr das alles nachlesen. Jetzt machen wir einen Sprung ins Mittelalter und in die Reformationszeit. Wir wollen ja zur Gegenwart kommen, das interessiert uns ja besonders. Ich will jetzt ja keine Kirchengeschichtsvorlesung hier halten, aber doch so einen kleinen Streifzug über diesen Countdown. Im Hochmittelalter, da wurde ja die römisch-katholische Kirche noch weiter ausgeformt. Da kam die Wandlungslehre hinzu in der Eucharistie. Da kam der Zölibat überhaupt erst auf. Das gab es nicht im ersten Jahrtausend. Zumindest nicht in diesem Ausmaß, da gab es schon das Mönchtum, die Benediktiner und so weiter. Aber dann kam das Eheverbot für Priester plötzlich.
Das kam alles erst ziemlich spät, ich kann es euch genau sagen, habe es mal aufgeschrieben. 1074 wurde der Zölibat erst eingeführt und so weiter und so fort. Und dann gab es auch die Spaltung in katholische und orthodoxe Kirche. Die Orthodoxen haben nicht ganz so viele ihre Lehren eingeführt wie die katholischen, die haben sich rechtzeitig noch abgespalten. Aber das, was bis zum 11. Jahrhundert auch schon unbiblisch war, das haben sie auch noch mit drin. Also dieser ganze Okkultismus mit Ikonen und Heiligenverehrung und auch ihren Papst und so weiter. Nun, im 16. Jahrhundert oder auch schon vorher bei den Waldensern und bei Hus und bei Wycliffe, aber dann vor allem im 16. Jahrhundert kam es zur Reformation, das wissen wir ja alle. Martin Luther, Huldreich Zwingli, Johannes Calvin und wie sie alle hießen, das sind die drei bekanntesten. Man hoffte, dass es einen Aufbruch geben werde, eine neue Erweckungsbewegung. Aber leider muss man sagen, dass die lutherische und reformierte Linie die Reformation nicht bis zum Ende geführt hat. Dann sind die Täufer aufgetreten. Zunächst in der Schweiz, im Bereich Basel, Zürich und dann auch weiter hinaus. Auch bei diesen fanden sich dann einige Jahre später Auswüchse, zum Beispiel schwärmerische Richtungen, etwa das Täuferreich in Münster, wo man ja die Vielehe einführen wollte und falsche Propheten aufgetreten sind, sie sich als Könige ausgerufen haben. Blutig wurde das niedergeschlagen, von Katholiken und Lutheranern übrigens. Und die wurden dann in Käfigen da ausgestellt, die Gefangenen und getöteten Täuferführer. Aber das waren nicht die eigentlichen Täufer, das waren schwärmerische Verdrehungen. Der falsche Geist, man kann es vielleicht eher mit den Schwarmbewegungen vergleichen, ja, die da eingedrungen sind und versucht haben, diese gesunde Täuferbewegung kaputt zu machen. Und das ist auch immer so, ja, vielleicht darf ich sagen, fällt mir gerade ein, wir haben ja auch in Pforzheim jetzt schon einige Jahre Missionsarbeit gemacht in der Stadt, wo viele Menschen auch zum Glauben gefunden haben. Und jetzt schickt der Teufel eine Sekte, die mit sehr radikalen Thesen hier auftritt und sich als die besten Baptisten der Welt sozusagen bezeichnet. Und das wird sehr viel Verwirrung stiften in der Stadt, wo die Leute dann nicht mehr wissen, ja, was ist da jetzt richtig und was ist falsch. Und so war es auch damals. Ja, das sind gesunde Täufer aufgetreten. Und dann kam so eine extreme Richtung mit Vielweiberei, mit Unzucht und was die alles behauptet haben, haben sich als Könige ausgerufen. Wir sind die Echten. Und das wurde blutig niedergeschlagen. Sehr tragisch. Also wir müssen wachsam sein. Es hat mal jemand gesagt, wo Gott eine Kirche hinbaut, baut der Teufel seine Kapelle daneben. Das ist überall immer wieder die Erfahrung. Ich habe schon so viele christliche Werke besucht. Und da habe ich gesagt, du, was ist denn das da neben eurer Kirche? Ja, das sind die Mormonen. Oder irgendeine andere Sekte. Ja, die stehen dann manchmal direkt daneben. Hier ist ja auch nicht weit weg, so ein ehemaliges Gebäude ist gerade zu. Ja, war auch sowas. Also es gibt es oft, wenn man irgendwo hinkommt. Und dann hat Menno Simons, nicht nur er, aber vor allem auch er, die Täuferbewegung in eine gesunde, nüchterne Richtung geführt. Es war sehr wichtig, dass dieser Bruder aufgetreten ist. Das ursprüngliche Mennonitentum, ich rede bewusst vom ursprünglichen, originalen Mennonitentum, ist mir eine der sympathischsten Richtungen, mir persönlich, in der Reformationsgeschichte, weil sie in gesunder Weise gelehrt haben, die Reformation zum Ende geführt, auch in der Tauffrage, in der Friedensfrage. Sie haben sich geweigert, auf andere zu schießen. Bis heute machen das Mennoniten so, also die es ernsthaft meinen. Also eine friedvolle, nicht schwärmerische Strömung. Leider aber nach einem Menschen benannt, das sollte nicht sein. Das hat Menno selber sicherlich genauso wenig gewollt wie Luther, dass man sich Mennonit oder Lutheraner nennt. Aber die Nachfolger von ihnen haben es dann leider doch so gemacht. Aber eigentlich sind es Christen einfach Brüder und Schwestern gewesen, die es ernst gemeint haben. Sicher auch nicht perfekt, aber da wurde meines Erachtens die Reformation doch zu Ende geführt. Natürlich haben sich auch die Mennoniten heute aufgespalten in viele Richtungen, bis hin zu liberalen Flügeln, die genauso verwältigt sind wie in vielen staatskirchlichen Gemeinden. Aber es gibt auch solche ganz ernsthaft nüchternen und auch leider auch extreme in verschiedenen Richtungen, wie überall. Jetzt machen wir einen Sprung zum 18. Jahrhundert. Da ist vor allem auffällig natürlich die Aufklärungsbewegung, schon früher, aber vor allem dann noch zur Krönung gekommen, und die Französische Revolution und die Gottlosenbewegung.
1789 bis 1799 ereignete sich die Französische Revolution mit ihren Schlagworten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Liberté, Egalité, Fraternité. Wer Französisch kann, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das klingt alles schön gut, aber dahinter steckt der atheistische Humanismus. Der Mensch wird auf den Thron gesetzt. Und die Folge war, dass es zu einer Gewaltherrschaft kam unter Robespierre und anderen, dass sie ihre Gegner auf die Guillotine geschickt haben, die wurden enthauptet. Und es hat sich gezeigt, wenn man ohne Gott ein solches System aufbauen will, dass es im Blutbad endet. Deshalb trat dann Napoleon Bonaparte auf, der 1804 am 2. Dezember sich selber zum Kaiser gekrönt hat, ohne den Papst. Das war also neu, früher hat immer der Papst das gemacht, auch der König Charles, wer das gesehen hat. Der wurde ja vom Erzbischof von Canterbury gekrönt, wenn ich es richtig gesehen habe. Kam übrigens sehr viel aus der Bibel vor, war eine richtig christliche Zeremonie, aber wir wissen ja, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt, dass nicht alles so christlich ist. Aber auf jeden Fall, bei Napoleon, der hat sich praktisch selber gekrönt und wollte damit zeigen, wir sind ein weltlicher Staat ohne Einfluss der Kirche, hat also insofern diese Französische Revolution in gottlosen Bewegung fortgesetzt. Es gibt Überlieferungen, dass Napoleon später noch zum Glauben gekommen sei. Wie weit das stimmt, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Bücher darüber. Als er in der Verbannung war, da kann sein, dass der Herr noch zu ihm geredet hat. Aber im Grunde war es ein gottloser Kaiser, auch ein Gewaltherrscher, der ja viele Eroberungszüge gemacht hat und sehr viel Blut an seinen Händen klebt. Ja, diese gottlosen Bewegung, auch in der Philosophie, in der Bibelkritik, hat sich ausgebreitet. Und deshalb lesen wir auch im Lukas-Evangelium Kapitel 18, Vers 8, wo der Herr Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden? Ich verstehe das so, dass dann nur wenige auf dem schmalen Weg sind mit dem Herrn Jesus, dass sehr viele ja, ungläubig sind, atheistisch. Und da haben auch Philosophen und Politiker dafür gesorgt, für diesen Atheismus. Darwin auf dem Gebiet der Biologie, Marx auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften, Nietzsche auf dem Gebiet der Philosophie und Freud auf dem Gebiet der Psychologie. Alles atheistische Vordenker, die heute noch bekannt sind, leider, und sehr viele Seelen auf dem Gewissen haben. Das wissen wir ja alle, die Evolutionslehre, der Marxismus, Kommunismus, die gottlosen Bewegung des Nihilismus eines Nietzsche, die auch Hitler geprägt hat, oder Sigmund Freud mit seinen gottlosen Triebtheorien und so weiter. Machen wir einen Sprung jetzt endlich ins 20. Jahrhundert. 1948, wie schon erwähnt, war die Gründung des Staates Israel. Der Countdown des letzten Stadiums der Endzeit beginnt zu laufen. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel wieder ins Leben gerufen. Wir lesen in Matthäus 24, Verse 32 folgende, wo der Herr Jesus sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun, der Feigenbaum ist eines der wichtigsten Symbole für Israel, die Landverheißung. Und mit dem Geschlecht, das nicht vergehen wird, ist meines Erachtens einfach Israel gemeint. Keiner kann Israel ausrotten. Das kann Genia zwar auch Generation bedeuten, aber das ist dann sehr spekulativ, wenn man jetzt anfängt zu rechnen, ja, bis der letzte Jude von der 48 gestorben ist, kommt Jesus wieder und so. Also mit solchen Spekulationen halte ich nichts. Ich verstehe darunter einfach das Geschlecht der Juden. Das konnte ein Hitler nicht ausrotten und auch sonst niemand. Und das wird da sein, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn er dann erscheint auf dem Ölberg, werden sie sich zu dem bekehren, den sie durchbohrt haben, wie es im Propheten Sahaja steht. So auch in Römer 9 bis 11 und Hesekiel 36 bis 39. Denn da heißt es auch, dass alle Völker auf Erden, das ist ganz erschütternd, alle Völker auf Erden gegen Jerusalem in den Krieg ziehen werden. Und dann wird der Herr Jesus aber kommen und all dem ein Ende machen. Aber diese Zeit kommt. Ich beobachte auch den jetzigen Krieg sehr genau und ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wird es ein Weltkrieg, sage ich, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass Friedensverhandlungen sind, weil es kann hier keiner gewinnen oder verlieren. Das sind alles Atommächte, ist uns das bewusst.
Und wenn einer in die Enge getrieben wird, kann sein, er drückt auf den Atomknopf. Und da ist überhaupt nichts gewonnen. Man müsste dringendst handeln und nicht jeden Tag Menschen an den Fronten verheizen. Junge Menschen, die da vorgeschickt werden von allen Seiten. Das nur nebenbei. Also, und ich sage aber auch immer, wegen Weltkrieg oder Harmagedon, sobald Israel ins Spiel kommt, müssen wir es besonders wachsam beobachten. Ne? Dann erfüllt sich nämlich auch Prophetie bezüglich Gog und Magog, den Mächten, die von Norden einmarschieren. Mir hat jetzt jemand erzählt, der Euphrat sei ausgetrocknet, habt ihr das auch gehört? Ja, das gab es wohl noch sehr selten. Und das könnte eine Voraussetzung sein für Offenbarung 16, dass diese Mächte aus dem Osten über den Euphrat ziehen gegen Israel. Aber ich sage nicht, dass das jetzt geschieht. Ja, aber es sind Zeichen, die sich auch in der heutigen Zeit mehren. Und wir wollen immer wachsam und bereit sein, unserem geliebten Herr Jesus zu begegnen, wenn er uns zu sich nimmt. Durch Entrückung oder durch den Tod. Echte Christen, das ist meine Meinung, können niemals Feinde Israels sein, auch nicht des Staates Israel. Denn dort schreibt Gott Heilsgeschichte. Dort kommt der Herr Jesus wieder. Und dort wird der Messias sein Friedensreich errichten. Ich kann nicht verstehen, dass es auch Christen gibt, die Antizionisten sind. Vielleicht sogar in unserer Mitte, ich kenne euch noch nicht so gut. Aber lasst euch warnen, wir dürfen nicht den Augapfel antasten. Ich bin kein Israel-Schwärmer. Ich sehe auch, dass da fehlbare Politiker sind und dass die meisten Juden noch nicht an Jesus als Messias gläubig sind, dass wir beten wollen für sie. Es gibt ja auch so eine Israel-Vergötterung, ist auch falsch. Aber ganz nüchtern sehen, Gott schreibt Heilsgeschichte mit dem Staat Israel und dort kommt der Herr Jesus auch wieder zuallererst und wird dann seine Weltherrschaft aufrichten. Sacharja 12 bis 14. Echte Christen können niemals Feinde Israels sein. Wir können natürlich politische Entscheidungen hinterfragen, das sind auch zurzeit ja sehr gespalten, das ganze Land. Aber Israel an sich als überflüssig anzusehen, wie es manche tun, oder wir sind das wahre Israel, diese Ersatztheologie, das ist völlig unbiblisch. Da gibt es ja so viele Prophezeiungen im Alten und im Neuen Testament, die sich auf die Endzeit beziehen, gerade auch im Zusammenhang mit Israel. Das kann man nicht wegstreichen und auch nicht umdeuten, wie es manche Richtungen oder auch Sekten machen. Es gibt ja so viele Gruppen, die sagen, wir sind das eigentliche Zion. Ich will jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen. Es fängt bei ganz großen Kirchen an, mit Sitz in Rom, bis hin zu Sekten in Salt Lake City oder sonst wo, die alle Israel ersetzen wollen. Oder im Selters, ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Und vieles andere, die 144.000 aus den Stämmen der Zeugen Jehovas. Und was es alles für Theorien gibt, ne, ist unglaublich. Ja, jetzt machen wir wieder einen Sprung, 1967, 68, da geschah auch prophetische Erfüllung, die wieder uns dem Ziel näher bringt, die Zurückeroberung Jerusalems und die Studentenrevolution. In Lukas 21 lesen wir in Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, also von den Nationen, bis die Zeiten der Heidennationen erfüllt sind. Jetzt ist Jerusalem nicht mehr zertreten. Jetzt ist es wieder in der Hand des jüdischen Volkes. Man hat natürlich das eingeteilt in verschiedene Viertel, die Altstadt. Aber grundsätzlich gehört es wieder dem jüdischen Volk. Und was heißt jetzt die Zeiten der Heiden erfüllt? Viele Ausleger sehen das so, dass jetzt zunehmend das Gericht bei den nichtjüdischen Nationen beginnt. Der Glaubensabfall, die Gesetzlosigkeit. Und das erleben wir ja gerade seit den 60er Jahren. Ich weiß, Bruder Alexander Seibel hat schon sehr früh eine Schrift veröffentlicht über diese Thematik. Und hat da viele Zeichen aufgelistet. Ich möchte mal kurz, nur stichwortartig, aus Zeitgründen jetzt zitieren, was alles in den 60er Jahren geschehen ist. Die erste Satanskirche wurde gegründet in Kalifornien. Die Hippie-, Drogen- und Sexwelle hat sich ausgebreitet. Fernöstliche Kulte sind bei uns eingedrungen. Die große Kulturrevolution Maos mit Millionen Toten. Studentenrevolution, 67er, 68er Bewegung. Psychokulte, Gleichschaltungstechniken, Terrorismus. Dann die New Age-Bewegung, also der ganze Okkultismus hat er angefangen, die Abtreibungsfreigabebewegung, das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Öffnung für sämtliche Religionen, genauso beim Ökumenischen Rat, Öffnung zu den Religionen, zu den Ideologien, also insgesamt weg vom lebendigen Gott und seinen Ordnungen. Das waren die 60er Jahre, die wilden 60er. Ich bin noch in 50er Jahren geboren. Und für mich war das auch ein Schock, wie sich da alles verändert hat, schon in meiner Kindheit, wie das immer
gottloser, unzüchtiger wurde, also diese ganze Unzucht, war es früher noch verboten, wenn ein unverheiratetes Pärchen zusammengezogen ist in der Wohnung. Es war früher, hätte keiner vermietet, wahrscheinlich fast keiner, ja, wäre vielleicht sogar gestraft worden. Ist es heute so, dass du bestraft wirst, wenn du es nicht vermietest an solche Leute, die so unehelich zusammenleben. Und genauso mit der Homo-Ehe, das war früher unter Strafe, vielleicht zu große Strafe, wie auch immer, aber es war bestraft worden. Und heute wirst du bestraft, wenn du was dagegen sagst öffentlich und sagst, dass es Sünde ist. Ja. Noch darf man sagen, es wird noch durch Religionsfreiheit gedeckt, aber wehe, wenn du deine Wohnung nicht vermietest an solche Pärchen oder wenn du nicht MWD in Stellenanzeigen schreibst. So weißt du immer schon, manche Zeitungen veröffentlichen keine Anzeige mehr, wenn nicht dieses Divers dabei steht. Also wir sind da schon sehr weit gekommen, liebe Geschwister. Ja, in 2. Thessalonicher 2 ist es ja vorausgesagt, dass der Mensch der Sünde auftritt, wörtlich der Mensch der Gesetzlosigkeit, gerade am Ende. Und da heißt es dann noch in Vers 7 und 8, 2. Thessalonicher 2, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Wer hält zurück? Jetzt würden viele sagen, der Heilige Geist in den Gemeinden. Mag sein, ja, ich will es gar nicht bestreiten. Sicherlich auch aufhaltende Kraft, ganz klar. Aber wir merken auch, hier heißt ja der Gesetzlose. Das Gegenteil vom Gesetzlosen ist eigentlich das Gesetz. Hier steht Anomia und Nomos. Das heißt, ich sehe inzwischen eher so, dass die christlich geprägten Gesetze immer mehr aufgelöst werden und dass dann der Antichrist leichtes Spiel hat. Weil der Heilige Geist, der wird immer da sein, bin ich überzeugt, auch nach der Entrückung. Denn es heißt in Johannes 3, der Geist weht, wo er will. Und ich bin überzeugt, dass es eine Massenerweckung geben wird nach der Entrückung, weil dann viele Menschen merken, es hat doch gestimmt und zum Glauben kommen, anfangen die Bibel lesen. Das ist für mich völlig unlogisch, wenn behauptet wird, nach der Entrückung kann sich kein einziger mehr bekehren. Also wo steht denn das? Das steht auch nirgends. Ja. Also man muss vorsichtig sein. Der Geist weht, wo er will, nicht wo wir ihn in ein System pressen wollen. Also zur Zeit breitet sich ja diese Vorentrückungslehre massiv aus. Und Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, ich spreche da lieber den Glauben ab, der daran glaubt. Aber wenn es doch nicht stimmt, was ist dann, wenn plötzlich doch das Mahlzeichen aufgezwungen wird, wenn doch der Antichrist da ist und die Leute dann alle denken, kann ja nicht sein, wir erleben das alles nicht mehr mit. Dann hat der Teufel wirklich eine Schlaftablette verpasst. Und deshalb mache ich inzwischen den Mund auf und kann nicht mehr schweigen zu solchen Themen. Und diese ganzen bequemen Lehren, man kann das Heil nicht verlieren, man wird vorher entrückt, alle kommen in den Himmel, auch der Teufel, oder jeder Säugling ist schon gerettet durch die Taufwiedergeburt. Und was es alles für Schlaftabletten gibt, das sind alles gefährliche Lehren, Geschwister. Man kann dazu nicht mehr schweigen, weil Menschen in eine falsche Sicherheit gewiegt werden. Draußen liegt ein Buch von Bruder Thomas Zimmermanns, der diese Lehren sehr gut biblisch Punkt für Punkt widerlegt hat. Ich habe extra einige mitgebracht. Also es ist mir wirklich inzwischen sehr auf dem Herzen, dass man da leider auch vor solchen Dingen warnen muss, die uns einschläfern, weil es so bequeme Lehren sind, die wir gerne hören, versteht ihr? Ha ja, einmal bekehrt und jetzt bin ich in Sicherheit und kann gar nichts mehr passieren. Oder bin ja vorher weg, Antichrist tangiert uns nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Oder nach dem Tod werden sowieso noch alle versöhnt. Das ist auch so eine Lehre. Und ich will jetzt hier niemand zu nahe treten, aber wenn es doch nicht so ist, was ist dann? Haben wir da nicht laut genug gewarnt und gesagt, nimm auf keinen Fall das Mahlzeichen an. Bleibe wachsam, damit du nicht wieder zurückweichst vom Glauben wie Demas, der die Welt lieb gewinnt. Bekehr dich jetzt und schiebe es nicht auf ein Leben nach dem Tod hinaus. Ja? Wir müssen doch sagen, heute ist der Tag des Heils. Also ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden, ich will hier niemand zu nahe treten. Aber wenn es Schlaftabletten sind, dann dürfen wir die nicht mitmachen. Also der Aufhaltende oder das Aufhaltende, das ist, ich sage es mal vorsichtig, nach meiner Erkenntnis, momentanen Erkenntnis, das christliche geprägte Gesetz und seine Vertreter, die immer mehr beseitigt werden. Zum Beispiel, indem sie nicht EU-Kommissionspräsident werden konnten. Da haben wir einige Fälle, dass da Christen nicht diese Stelle bekommen konnten, weil sie noch am göttlichen Gesetz, etwa an der Ehe zwischen Mann und Frau, festgehalten hatten. Rocco Buttiglione ist der Name, wer sich noch erinnert. Das war, sag ich mal, ein gläubiger Katholik, der aber diese ethischen Werte verteidigen wollte. Den haben sie nicht zum EU-Kommissionspräsident gemacht. Das war schon vor 15 Jahren, dieser Fall. Ist mir noch gut in Erinnerung. Ja, jetzt kommen wir ins Jahr 1997.
Harry Potter und die Intronisierung des Okkultismus, möchte ich diesen Abschnitt überschreiben. Harry Potter, das war wirklich ein Dammbruch, was Okkultismus angeht. Die Autorin Rowling, inzwischen übrigens gibt es doch ein positives Signal von ihr, sie hat sich gegen den Genderismus ausgesprochen, das hätte ich von der Frau nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber da sieht man, dass man jedem Menschen eine Chance geben kann und beten kann, dass er umkehrt. Aber sie hat damals in den 90er Jahren angefangen, diese Harry Potter-Reihe zu schreiben. Und da wird Zauberei als salonfähig, als völlig normal hingestellt. Und der Trick ist ja immer, dass man unterscheidet zwischen schwarzer und weißer Magie. Da heißt es dann, die schwarze Magie, die ist natürlich böse, da werden Menschen verflucht, da wird ihnen geschadet. Aber bei der weißen Magie, das sind ja die Guten, die gegen die Bösen kämpfen und wo Menschen geheilt werden. Aber die Bibel sagt, Gott sagt, du sollst überhaupt nicht dich mit finsteren Mächten einlassen. 5. Mose 18, Abvers 9. Ja, und ihr sollt euch nicht zu den Zauberern, Zeichendeutern und so weiter wenden, 3. Mose und viele andere Stellen, die das deutlich machen. Auch im Neuen Testament, die Pharmakoi, die Giftmischer oder Zauberer, sie haben keinen Zugang zum Reich Gottes, Offenbarung 21, 22. Wir sollen uns nicht mit diesen Praktiken einlassen, liebe Geschwister. Auch kein Horoskop lesen, ich könnte jetzt hier viel drüber sagen. Nicht abergläubisch sein, allein auf Gott vertrauen, nicht Angst haben vor schwarzen Katzen und. Also, es gibt ja so viele Gebundenheiten von Menschen, die nicht gläubig sind. Und Aberglaube ist ein Ersatzglaube, führt aber nicht zum Ziel. Bist du vielleicht auch noch nicht im rettenden Glauben? Heute ist der Tag des Heils. Heute darfst du kommen, so wie du bist. Jesus schenkt uns wirklich erfülltes Leben. Und da brauchen wir nicht Hufeisen oder vierblättrige Kleeblätter oder Horoskope oder sonst was. Jetzt komme ich zum Jahr 2009, ihr merkt, immer näher an die Gegenwart. Was ist das für ein Datum? Jetzt frage ich euch mal, was ist da entscheidendes Geschehen, was biblische Prophetie betrifft? 2009. Die Wiederaufrichtung des Römischen Reiches in Gestalt der Europäischen Union. Denn da wurde am 1. Dezember 2009 der Lissabonner Vertrag, ist in Kraft getreten, der Lissabonner Vertrag. Eine Verfassung konnte man ja nicht herstellen, weil ja mehrere Staaten in Volksabstimmungen dagegen gestimmt hatten. Dann haben wir einfach hinter verschlossenen Türen einen Reformvertrag verabschiedet und der ist jetzt trotzdem gültig für die ganzen Völker, die in der EU inzwischen Mitglied sind. 27 Staaten nach gegenwärtigem Stand. Und warum ist die EU so antichristlich? Gott hat keinerlei Platz in der Präambel, sondern nur das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas. Das ist das Äußerste, was hier erwähnt wird. Und das Symbol ist auch nicht das Kreuz, sondern das, was wir hier abgebildet haben. Leider ist nur noch ein Exemplar da von dem neuesten Heft, Der schmale Weg, Christ und Gendern. Da haben wir diese in sich geschlungenen, geschlechtslosen Figuren vor dem Europaparlament in Straßburg. Kein Kreuz, sondern diese Genderfiguren, weder Mann noch Frau. Die Geschlechter werden aufgelöst. Das ist die Hauptideologie Europas, im Grunde Sozialismus, alles gleich machen, es gibt keine Unterschiede mehr, aber das mag ja zum Teil berechtigt sein, ja, aber wenn es um die Geschlechtsunterschiede geht, das ist ein Eingriff in die Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat den Menschen als Mann oder als Frau geschaffen und nicht als, ich weiß nicht, über 60 Geschlechter, was da inzwischen alles behauptet wird. Dann 30. Juni 2017. Weiß jemand, was da passiert ist im Deutschen Bundestag? Ähnlich auch in anderen Ländern inzwischen. Ich weiß noch so genau, weil das ein Tag vor dem Baubeginn unseres Bethauses war. Wir haben trotzdem gebaut, einen Tag später, obwohl wir gedacht haben, lohnt sich es überhaupt noch, wenn das schon so weit ist. Aber wie schon Martin Luther gesagt haben soll, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir haben trotzdem den ersten Spatenstich getan am 1. Juli 2017. Aber am Freitag zuvor, am schwarzen Freitag, wie ich ihn nenne, da hat der Deutsche Bundestag morgens in einer Nacht- und Nebelaktion mehrheitlich für die Ehe für alle gestimmt. Und auch das Zensurgesetz übrigens bei der gleichen Sitzung. Alles an diesem Juni, Netzwerksdurchsuchungsgesetz und was da alles dann kam. Und Ehe für alle heißt also nicht nur Homo-Ehe, sondern letztendlich wirklich für alle, für alles Mögliche und Unmögliche. Und da müssen wir gespannt sein, was noch alles auf uns zukommt. Aber es ist ja Salamitaktik.
erst die Homo-Ehe und dann kommt irgendwann die nächste Stufe. Ich vermute, das nächste wird wohl die Polygamie sein, wegen der Muslime und so werden sie das begründen. Und ja, ich denke, dass das irgendwann hier durchkommt und dann geht es entsprechend weiter. Aber das widerspricht alles Gottes Wort und Gottes Schöpferwille. In 1. Mose 1 und 2, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und hat uns für die Ehe und für die Fruchtbarkeit bestimmt. Das ist in einer Homo-Ehe nicht möglich, da muss man dann Kinder aus anderen Ehen, die dann geschieden werden, hineinführen und lauter solche Dinge, wo dann auch viel Herzeleid entsteht. Und wir verurteilen Menschen, die homosexuell empfinden, nicht, muss man immer dazu sagen, aber hier wird ein Politikum draus gemacht und diese Art von Beziehung wird eben heute hochgehängt, auch gerade um Christen anzugreifen, die das kritisch sehen von der Bibel her. Das ist letztendlich auch ein Nebeneffekt oder ein Zieleffekt sogar, wie etwa Janet Folger geschrieben hat in ihrem Buch Die Kriminalisierung des Christentums. Da gibt es einen regelrechten Plan, dass religiös begründete Äußerungen über solche Beziehungen, über Homo-Ehe etc. verboten werden sollen. Das heißt, wir sollen mundtot gemacht werden, man soll Sünde nicht mehr Sünde nennen und alles nur noch tolerieren in einer falschen Sachtoleranz. Das ist genau das, dass das Gesetz Gottes immer mehr herausgerissen wird, damit der Gesetzlose sich ausbreiten kann. Es ist nur ein Mosaiksteinchen wieder. Ja, und jetzt sind wir schon in der Gegenwart angekommen, sehen wir ja, alle diese Dinge haben ihre Auswirkungen auch in der Gegenwart, die ich genannt habe. Im 20. und 21. Jahrhundert müssen wir uns die Frage stellen, werden jetzt das Bild des Tieres und das Malzeichen des Antichristen Realität? Ich bin ja gespannt, wir werden ja einen Vortrag hören von Bruder Karl Hermann diese Tage über Offenbarung 13. Da geht es ja um das sprechende Bild des Tieres, um das Malzeichen und ja, wir haben natürlich heute die Medien, die das alles ermöglichen können, die technischen Möglichkeiten durch die Digitalisierung insbesondere, das wissen wir ja. Natürlich verteufle ich jetzt hier die Dinge nicht, sondern ich weiß, dass man da auch viel Gutes damit machen kann. Es ist viel Lebenserleichterndes dabei, in den Computern, auch mit den Handys und Smartphones und so. Man kann da auch viel Gutes machen, aber das Suchtpotenzial lasse ich jetzt mal weg, ist auch eine große Gefahr. Leute, die nicht mehr von den Bildschirmen wegkommen, gibt es leider sehr viele. Aber die große Gefahr ist auch die totale Kontrolle, dass du überall ortbar bist, dass alles nachverfolgt werden kann, auch durch die digitale Zahlung, was du kaufst, was deine Vorlieben sind, wo man dir Werbung schicken kann. Es gab sogar schon Situationen, habe ich gehört von Leuten, die haben gerade über irgendein Kleid geredet. Ah, das würde ich mir mal gern kaufen. Und die hat ein Smartphone an. Plötzlich war diese Werbung auf dem Smartphone, hat alles mitgehört. Ich glaube, Alexa heißt diese Dame auf dem Smartphone. Oder gibt es auch andere inzwischen? Ich weiß, bin da nicht so bewandert. Aber dann hat es sofort reagiert und die Werbung geschickt. Das ist unheimlich. Wenn jetzt jemand hier ein Smartphone anhat, kann man das auch mithören. Eventuell sogar in der ganzen Welt, wenn es irgendwo übertragen wird, was wir jetzt heute hier reden. Manchmal war ich ja schon das Mikrofon an. Und die Leute haben hier vorne geredet, haben aus dem ganzen Haus gehört. Muss man also darauf achten, dass es hier immer aus ist, gell, nachher. Was ihr hier jetzt nachher redet, hier drin. Und so ist noch viel schlimmer durch das Smartphone. Das kannst du wirklich dann überall abhören. Ja, wo hat der Mensch heute noch Zeit für die Stille? Muss man sich wirklich fragen. Also wenn ich in den Wald gehe, ich habe noch ein ganz altes Handy, wo ich Notrufe versenden kann, wenn mal stürze oder so, aber ohne Unterhaltungselemente und so weiter. Und da habe ich wirklich Stille, ja, und schalte wirklich ab. Ich bin jetzt auch offline, solange ich hier bin, bin ganz für euch da. Ich werde auch keine Videos in dieser Zeit hochladen, keine Angst, ihr kriegt auch keine E-Mail-Post in dieser Zeit von mir. Ich bin jetzt wirklich die ganze Woche offline und mir tut es immer sehr gut, diese Freizeiten, wo man einfach mit wirklichen Menschen zu tun hat, nicht nur mit virtuellen Dingen. Ich hoffe, euch allen geht es auch so. Aber durch die moderne Technik können das sprechende Bild und das Malzeichen des Antichristen möglich gemacht werden. So heißt es ja in Offenbarung 13, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und genauso auch das Malzeichen, ohne dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Da haben wir ja einen Vorgeschmack bekommen durch diese Corona-Einschränkungen. Also ich zum Beispiel bin nach wie vor glücklicher, ungenetisch behandelter Mensch, sage ich mal. Jetzt kann man nicht von Impfung reden. Und ich durfte also in viele Läden nicht mehr rein, ne? Und
Supermärkte durfte man Gott sei Dank noch reingehen, aber wir haben einen Vorgeschmack bekommen, wie das mal sein könnte, wenn eben speziell Christen, hier waren es ja jetzt nicht nur Christen, ja, aber wenn speziell Christen vom Zahlungsverkehr, vom Warenverkehr ausgeschlossen werden. Manche sagen sogar, es sollte vielleicht so eine Art Probelauf sein, wie weit das in unserer Gesellschaft funktioniert, diesen Ausschluss der Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben. Sind wir dann bereit, lieber zu verhungern, als Jesus zu verraten, wenn es heißt, lass dir das antichristliche Mahlzeichen aufregen? Ich rede jetzt nicht von einer Impfung oder Genspritze. Hier rede ich jetzt wirklich vom Mahlzeichen des Tieres. Das ist ja nochmal eine andere Dimension, ganz klar. Ich will es nicht in einen Topf werfen. Versteht mich schon richtig. Aber so als Generalprobe haben wir mal gesehen, wer ist da jetzt standhaft geblieben und wer nicht. Das ist natürlich auch eine Überzeugungsfrage. Manche halten das ja für harmlos. Aber beim Mahlzeichen wird es auch so sein. Gerade die lieben Geschwister, die an die Vorentrückung glauben, die werden ja auch sagen, kann es ja nicht sein, wir sind ja vorher weg. Und da haben wir genau wieder die Gefahr. Lass dir auf keinen Fall etwas aufprägen auf den Körper. Und ich sage auch mal so, liebe junge Menschen, die vielleicht hier sind, die vielleicht sich mal ein Tattoo haben geben lassen. Die Tätowierung ist auch so eine Art Gewöhnungseffekt an dein Mahlzeichen, was auf der Haut aufgeprägt wird. Ja. Du bist jetzt nicht verloren, wenn du ein Tattoo trägst, also keine Angst. Es gibt natürlich auch okkulte Dinge. Wenn ich zum Glauben komme, würde ich mir die wegmachen lassen. Teufelshörner oder 666 oder sowas. Das ist schmerzhaft, aber sollte man sich leisten, dass man es wegmacht. Andere Dinge sind eher harmlos. Aber diese Zeichnung auf der Haut, ja, das ist alles so ein Gewöhnungseffekt an dieses Bild und Mahlzeichen des Tieres. Lass dir das nicht aufprägen. Abgesehen davon, wir sollen uns auch nicht ritzen lassen, ja, das ist auch klar. Aber wer es unwissend getan hat, ist deshalb nicht verloren. Ja, dann gibt es auch immer mehr die Züchtung von Mischwesen zwischen Mensch und Tier und das Streben des Menschen nach Transhumanismus und Gottgleichheit. Der gläubige Zahnarzt Dr. Daniel Wiener hat ein kleines Büchlein geschrieben über Transhumanismus, sehr gut. Ich habe es jetzt nicht hier, Daniel Wiener von der Waldesruhe, kennt er vielleicht, oben bei Vesperweiler. Der hat also da jede Menge, könnt ihr gern bei ihm abholen. Und da beschreibt er auch sehr eindeutig, wie da Cyborgs immer mehr kommen, wie Menschen mit Maschinen verschmolzen werden sollen, wie der Mensch nach Unsterblichkeit strebt, nicht mehr bei Gott im himmlischen Jerusalem, sondern hier auf der Erde will man das Gehirn oder Gedächtnis in Computer einprogrammieren, dass man ewiges Leben hat mit Hilfe von Maschinen. Wir haben ja heute schon die Ersatzteilmedizin und da ist ja auch nicht alles verboten. Ich habe auch kürzlich eine Zahnkrone machen lassen müssen. Ja, früher wäre das schwierig gewesen, hätte man halt gezogen den Zahn. Also es gibt schon wunderbare Möglichkeiten durch die Medizin und durch Technik. Aber wo ist die Grenze, muss man sich fragen. Also ich sehe zum Beispiel eine Grenze eindeutig bei einer Herztransplantation. Da ist der Mensch einfach tot und das Herz nicht mehr schlägt. Ich persönlich würde mir es nicht machen lassen. Fremdes Herz, das ist schon sehr viel Fremdes. Aber ja, und wenn ich mein Gehirn in eine Maschine einspeisen lasse, bloß dass mein Geist hier noch irgendwo präsent ist, ich halte das für frevelhaft. Der Mensch will hier Gott spielen, sein wie Gott. Das, was die Schlange gesagt hat, würde ich persönlich nicht von der Bibel her sehen, dass man sowas als Christ machen könnte. Ich denke ja auch in 1. Mose 6, wo es heißt, dass die Gottessöhne sich mit Menschentöchtern verbunden haben. Was ist das? Da gibt es viele Auslegungen. Manche denken, die Patriarchensöhne haben sich Frauen genommen. Aber ich denke eher, dass hier gefallene Engel aufgetreten sind, in Männerleiber gefahren sind und sich dann mit Frauen vereinigt haben. Und dann sind diese Riesen der Vorzeit entstanden. Und die Erde war so mit Frevel erfüllt, dass Gott durch die Sintflut sie richten musste. Und heute gehen wir ja nicht mehr auf die Wasserflut zu, sondern auf die Feuerflut. Die Feuerflut. 2. Petrus 3. Von Klimaerwärmung spricht ja mit der Zeit keiner, weil es ja so einen kalten Mai hatte ich auch noch selten erlebt, ja, vom April mal ganz zu schweigen. Wir mussten bis jetzt noch heizen, da sind sie jetzt sehr ruhig und da lebt auch keiner auf der Straße draußen gerade. Aber hier diese Vermischung und diese Feuerflut, auf die wir zugehen. Ist es auch Zufall, fragt man sich, dass immer mehr Außerirdische in Filmen und in Romanen auftreten, immer mehr Superhelden und solche Übermenschen. Das ist ja manchmal ganz lustig, wenn da einer so wie die Spinne durch die Schluchten von New York hangelt. Aber es sind eigentlich alles solche Supermenschen, solche gezüchteten Wesen, die nicht natürlich sind, die es auch nicht in Wirklichkeit gibt. Das ist alles Fantasie von irgendwelchen Comic-Autoren.
Also Spider-Man, jetzt habe ich zum Beispiel, oder Superman, was da alles gibt. Aber das ist schon eine Vorbereitung an diesen Übermenschen, der gezüchtet werden soll. Und welcher Philosoph hat ihm den Weg bereitet? Nietzsche, ne? In der Rede vom Übermenschen. Also sprach Zarathustra, der Übermensch lebe, Gott ist tot und der Übermensch lebe. So, in diese Richtung entwickelt sich das. Und da merken wir, dass Satan seine Herrschaft seines antichristlichen Sohnes vorbereitet und dass aber auch Jesus dann bald wiederkommt, um all dem ein Ende zu machen. Ja, wir haben diese Corona-Zeit erlebt, vielleicht eine Generalprobe, wer weiß, viele sprechen hier von einem Plan, der ausgeführt wurde, um einen Test durchzuführen. Und zwar ja interessant, ich werde mich jetzt nie als Prophet bezeichnen, aber ist Folgendes passiert, als es anfing mit Corona. Da haben mich Leute gefragt, Bruder Gassmann, was denken Sie, wie lange das Ganze dauern wird? Da habe ich gesagt, 3 Jahre. Woher habe ich das gewusst? Nicht, weil ich ein Prophet wäre, behüte, sondern es gab ja, glaube ich, 2012 ein Planspiel von der Regierung, wo auch eine Pandemie beschrieben wurde und die ist genau auf 3 Jahre beschrieben gewesen. Wisst ihr das? Manche nicken, die Fachleute hier nicken mir eifrig zu. Genauso ist es auch dann gelaufen, es hat genau 3 Jahre gedauert. Von März 2020 bis März 2023. Zufall. Und dann sind auch schon Filme erschienen, 10 Jahre vorher. Einer hieß Contagion, Verseuchung. Hat mir jemand zugeschickt, ich habe den nicht gekannt. Und dann habe ich es gesehen, genau eine Fledermaus und wie das da anfing und so. Das war schon gedreht worden im Jahre 2000, ich glaube 12 war es ungefähr. Contagion, Englisch. Verseuchung. Schaut es euch mal an, wenn ihr das Internet findet. Sehr spannend. Ja, und jetzt haben wir seit dem 24.02.2022 den, wie soll man den Krieg nennen, Russland-Ukraine-Krieg oder Russland-NATO-Krieg oder NATO-Russland-Krieg, je nach Sichtweise. Ja. Es ist ja nicht so einfach, wie es hier dargestellt wird. Ich will mich hier mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ich nehme hier für keine Partei Stellung. Krieg ist immer schlimm. Und als friedliebend, mennonitisch geprägter Mensch würde ich sowieso auf niemanden schießen, ob es jetzt Russe oder Ukrainer oder sonst jemand ist, würde ich keinen Schuss abgeben, das ist meine Überzeugung. Aber die Frage ist, was soll hier eigentlich bewirkt werden und was ist der Grund? Ich will mich ganz vorsichtig ausdrücken, zu Krieg gehören immer 2 Seiten und jede Seite hat die Möglichkeit, in Verhandlungen zu treten. Müssen aber beide Seiten wollen. Man fragt sich aber, wer will es nicht? Müsst ihr mal genau beobachten, wer Verhandlungen will. Einfach beobachten. Und dann müssen wir noch aufpassen, in den Medien, was berichtet wird. Wir müssen uns bewusst sein, wir leben auch Deutschland eigentlich im Krieg, weil wir Waffen liefern. Ausgerechnet die Grünen, was früher die Friedensbewegung war. Ich sage es mal so offen, sind jetzt die größten Waffenlieferanten. Aber das ist die Logik, denn es sind ja keine Grünen, sondern kommunistisch von Anfang an unterwandert. Ich habe noch ein Buch draußen liegen, Die Grünen, was steckt wirklich dahinter? Da habe ich ja die ganzen Anfänge und Programme deutlich aufgezeigt. Also von Anfang an von K-Gruppen, von neomarxistischen Gruppen unterwandert. Und deshalb wundert mich hier auch gar nichts. Und die eigentliche Friedensbewegung bin jetzt ich, der mit Plakaten rumläuft, Frieden schaffen ohne Waffen. Das hätte ich mir in den 80er Jahren gar nicht vorgestellt, dass ich mal im Alter noch mit solchen Plakaten durch unsere Straßen in Pforzheim gelaufen bin. Ja, aber so verändern sich die Fronten manchmal. Da hätte man nie gedacht, dass Friedensbewegung jetzt bei uns Christen hier jetzt wieder liegt. Gut, aber wir müssen damit rechnen, der Herr Jesus hat Kriege vorausgesagt und das ist ein Zeichen, dass er bald wiederkommt. Ich lese deshalb abschließend, bin jetzt fast am Ende, Matthäus 24, das bekannte Kapitel und da steht es ja alles vorausgesagt. Zumindest das Kapitel, über das ich am häufigsten im Leben gepredigt habe. Ich glaube, ich kann es nicht mehr zählen, es dürfte über 100 Mal gewesen sein, über Jahrzehnte. Und jedes Mal hat sich es immer noch wieder weiterentwickelt, die Aktualität. Und da heißt es, zunächst, dass der Herr vor Verführung warnt. Und dann heißt es in Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, dass er nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Schrecklich, warum muss das sein, dass Kriege kommen? Nun, ich denke, weil auch das Böse ausreift, weil auch der Antichrist sich vorbereitet, weil die Menschheit immer gottloser wird insgesamt, immer mehr falschen Göttern nachläuft.
und dem wirklich lebendigen Herrn, den Herrn Jesus, ablehnt. Es wird sich Volk gegen Volk, Reich gegen Reich erheben und als Folge werden dann auch Hungersnöte sein und Seuchen und Erdbeben da und dort. Das alles aber wird erst der Anfang der Wehen sein. Und dann die Christenverfolgung und so weiter. Und genau die gleiche Reihenfolge, liebe Geschwister, haben wir in Offenbarung 6 bei den Siegelgerichten. Sehr interessant. Deshalb bin ich überzeugt, dass der erste Reiter, der weiße Reiter, nicht Christus ist, in Offenbarung 6, in Offenbarung 19 schon, ja, wenn er dann wiederkommt. Aber in Kapitel 6 bei den Siegelgerichten ist es die Nachahmung Christi, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und das ist nämlich die Parallele zu den falschen Christussen, vor denen der Jesus in der Endzeitrede warnt. Als erstes warnt er ja vor falschen Christussen und dann kommen Kriege und Hungersnöte genau in der Reihenfolge über einen Siegelgerichten. Sehr spannend, wenn man das vergleicht und nebeneinander legt, hat man genau die Parallele. Ja, wir sind also jetzt zum Ende gekommen mit diesem ganz kurzen Überblick. Entschuldigt, dass ich manches jetzt hier nur kurz skizzieren konnte. Vieles haben wir in unseren Büchern vertieft und wird in weiteren Vorträgen auch bei der Konferenz noch ausgeführt. Ich möchte damit schließen mit dem fröhlichen Hinweis, dass Gottes Wort wahr ist, dass alles vorausgesagt ist, dass Jesus bald kommt, dass wir die Häupter erheben sollen, die Erlösung naht sich. Wir müssen nicht verzagen. Und wisst ihr was, auch als Corona war, ich habe immer so gelebt, es erfüllt sich und es geht immer weiter und ich freue mich eigentlich, denn wir sehen, dass das Wort wahr ist und viele Menschen kamen zum Glauben. Wir haben nie so viel Zuwachs gehabt, auch in der Jugend, wo andere Gemeinden zugemacht hatten, sind so viele auch jetzt zu uns gekommen, weil wir offen hatten. Und ja, es ist einfach wunderbar, wie man Menschen auffangen konnte, die einfach geistlich heimatlos waren. Und es erfüllt sich einfach Gottes Wort. Es haben viele Menschen erkannt, da ist doch was dran, in der Bibel steht doch sowas und auch mit dem Mahlzeichen und man konnte nicht mehr kaufen. Und so viele Leute sind aufgewacht und denken, stimmt es vielleicht doch, was da die Christen sagen. Und so dürfen wir fröhliche Christen sein, gerade in dieser Endzeit. Wer mich kennt, weiß ja, manchmal bin ich vielleicht sogar zu fröhlich. Ja. Aber lieber einen fröhlichen, gesunden Humor, als immer nur Trübsal blasen und depressiv werden. Da haben wir keinen Grund dazu, denn wir stehen ja, wenn wir schon zum Herrn Jesus gehören, auf der Seite des Siegers. Wer natürlich nicht Jesus im Herzen hat, der ist immer noch auf der Fliererseite. Deshalb, wir laden herzlich ein, wer ein Gespräch sucht, kommt gerne zum Herrn Jesus. Wir sprechen gerne mit euch und zeigen, wie ihr ein erfülltes und frohes Leben in Christus führen könnt. Auch noch mit Anfechtungen natürlich, aber doch in dieser Grundgeborgenheit, der Grundton stimmt dann. Ja? Auch wenn es auf und ab geht, so wie in der Melodie oben, aber der Grundton ist Christus, das Fundament, auf dem wir festgegründet sind. Und da kann uns keiner erschüttern und wir wollen dem Herrn treu nachfolgen. Jesus Christus kommt wieder und er kommt bald und wir wollen für die Begegnung mit ihm bereit sein. Wir wollen ihm durch diese Endzeit hindurch die Treue halten, kein Mahlzeichen annehmen, auch nicht irgendwie so in Schlaftablettenlehren kommen und sagen, ist ja alles, betrifft uns ja alles nicht. Einfach deshalb wachsam bleiben und nicht bei den antichristlichen Entwicklungen mitmachen. Und wir wollen auch als Gemeinden beten um Bewahrung vor den modernistischen, zeitgeistigen Einflüssen. Denn ich möchte es kurz nur erwähnen, es gibt nach meiner Beobachtung 4 Haupteinfallstore des Feindes in die Gemeinden. Erstens durch die Bibelkritik, dass Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird in allen Punkten. Dann zweitens durch den Zeitgeist, der ganze Weltgeist kommt hinein mit okkulter Musik und unzüchtiger Mode und alles Mögliche und Bibelverfälschungen, was es alles heute gibt. Und das dritte ist die Pseudocharismatik, diese schwärmerischen Lehren, so wie bei dem Königreich von Münster, ja, wo auch dann alles versucht würde, ins Gegenteil zu verdrehen. Und das vierte ist die Ökumene, die Vermischung mit allen möglichen unbiblischen Lehren, indem man sagt, wir müssen ja alle mit allen Kirchen da jetzt zusammengehen, auch wenn noch so unbiblische Dinge dabei sind. Wir können im kleinen Rahmen mit bibeltreuen Gemeinden zusammenarbeiten. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, Gott sei Dank. Aber irgendwo ist eine heilige Grenze, wo man sagen kann, da können wir nicht mehr mitmachen. Da werden falsche Götter angebetet, da wird zu Verstorbenen gebetet, da werden okkulte Rituale durchgeführt, da sind Sektenlehren. Da ist nicht mehr Jesus Christus, der gekreuzigte, auferstandene und wiederkommende Herr im Zentrum. Oder irgendwelche Menschen werden verehrt und. Also da sind dann Grenzen, wo man nicht mehr mitmachen kann. Ja, so möge der Herr uns allen gnädig sein, damit wir das Ziel erreichen, bei ihm zu sein in seiner ewigen Herrlichkeit.
Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und bitten, dass ihr euch dazu in Ehrfurcht erhebt. Unser geliebter Herr und Heiland Jesus Christus, ich möchte herzlich danken, dass du der Sieger bist, dass wir keine Angst haben müssen in diesem Countdown zum Finale, der jetzt läuft und der immer schneller läuft und immer heftiger und wo uns der Wind ins Gesicht bläst als Christen. Herr, du bist der Sieger und wir sind in dir geborgen. Du trägst uns, du tröstest uns, schenkst uns Kraft. Und wir danken dir, dass wir noch solche Konferenzen veranstalten können, dass es noch möglich ist in unserem Staat. Auch dafür loben wir dich, bitten auch für die Obrigkeit, dass sie uns diese Freiheit weiterhin erhält. Wir bitten dich aber auch für die vielen verführten Menschen und auch abgefallenen Gemeinden, dass du noch Umkehr schenkst zu deinem klaren, unverfälschten Wort hin, zu deiner heiligen Schrift, Herr. Erbarme dich und schenke uns Mut, dich zu bezeugen als den einzigen Sohn Gottes, der uns zum Ziel bringt in dieser himmlischen Herrlichkeit. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.